Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Sky Factory 4. Ja, wir sind ja dabei, schlicht und langsam aktuell immer noch unser System umzuwandeln. Nicht die schönste, nicht die netteste Arbeit, aber muss natürlich sein. So, jetzt kommt hier der nächste große Schwung an Daten rein. Währenddessen wir weitere Speicherplätze kreieren hier. Also ihr seht schon, das Ding ist dezent am Tun und Machen. Hier wird jeder Prozent gebraucht und ich würde halt gerne in Zukunft noch ein paar größere so Crafting-Systeme bauen. Wo halt wirklich, jetzt haben wir jetzt zwar schon 6 Co-Prozessoren, bedeutet das Ding hat 6 Co-Prozessoren im Hintergrund. Wir haben Crafting-Monitor drin und wir haben die 4 4K Storage Units hier drin. Aber die sind natürlich noch nicht genug. Wir brauchen rein theoretisch 46, damit wir halt hier volle Leistung bringen können. So, jetzt sind wir natürlich so weit, dass wir hier noch nicht so wirklich alles haben. Jetzt hier zum Beispiel 5 Stück, das ist natürlich schon fein. Die können wir natürlich gleich mal wieder in den Serverraum einbauen. Weil je mehr wir haben, desto besser ist es für die Zukunft. Weil wir dann einfach schon mal besseren Speicher haben, wie jetzt. Und natürlich langsam alles echt voll wird. Der ist ja voll! System, wir haben ein Problem, unsere Serverspeicher sind voll. Jetzt habe ich wahrscheinlich wieder dem System was geglaubt, was er gebraucht hat. Ich kenne es doch. So. Alter, wir haben schon wieder so ein halbes Ding voll. Mit den 20, die ich gebaut habe, kommt dann hier noch einer hin, der voll ist. Sag einer, dass unser Speicherbald nicht übelst brutal ist. Ich könnte hier ein richtiges Servernetzwerk aufbauen. Die sind noch alle leer. Die sind hier noch zur Hälfte alle leer hier. Weißt du was? Wollen wir das System langsam überfordern? Ah, ich hab Bock drauf. Ich hab Bock drauf, auszutesten, was mein System aktuell hält. Also aktuell sind wir eh volle Wäsche am Arbeiten. Also die Vergrößerung wird immer weitergehen und ich hoffe, dass er nicht irgendwas was braucht, was ich noch suche. Aber Stored ist halt hier schon viel drin. Ist alles noch Stored und Scheduled hier unten. Würde das alles ist, was er noch drauf warten muss und danach sollte der Ablauf relativ flott gehen. Du bist mittlerweile leer, das war zu erwarten. Ich will jetzt was anderes mal hier hinschicken. Wir haben hier 4000 Sticks drin. 800.000 da drin. Hier ist Tau Cobblestone Masse drin. Gold Leaves, Lapis Resin. Ist noch viel drin, viel Zeug, was an Leaves vor allem ist hier viel drin. Leck mio. Na, wir machen erstmal die Seiten hier fertig. Man muss wissen, wie man die Dinger transportiert, weil die sind übelst. Doch dieses Tragesystem, klar, vorteilhaft, du musst nicht das ganze Zeug einzeln wieder aufsammeln und reinschieben, aber es ist natürlich trotzdem wahnsinnig Aufwand. Die haben schon Acceleration Cards. Sollen wir eine Capacity Card vielleicht nochmal reinhauen? Da bringt die Acceleration nicht so viel wie noch eine Capacity Card. Let's try it out. Ich tausche eine Acceleration Card gegen eine Capacity. Es schaut schneller aus. Finde ich. Noch eine vielleicht? Es ist jetzt einfach zu probieren, zu gucken, was passiert. Hälfte, Hälfte. Doch ein guter Mix, oder? Ah, jetzt merkst du gleich langsam schon, dass die Geschwindigkeit nachlässt. Also eine Loot-Fabrikette haben wir auch noch. Wahnsinn. Was die nicht alles haben. Ich glaube, das ist eine gute Geschwindigkeit. So kriegen wir die Kisten relativ.
und sind auch nicht zu langsam. So. Jetzt würde ich gerne schnell hier hinten das Ganze noch beleuchten. Bevor hier irgendwas passiert wieder. Ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Wenn man nach Ewigkeiten vielleicht auch mal wieder. Windjam, wo wir schon lange nicht mehr drin waren. So. Das Achievement Book habe ich aktuell gleich nicht dabei, deswegen sollte man hier reinschauen. Ein Donut Sapling. Ich will das hier fahren. Hogtide. Craft a Cobblebook Mock, which you can feed to a pig, transform it into a. Wie ist das da? Cobblestone Mod. Ja, das sollte man hinkriegen. Corbo. Ah, muss ich hier schon, ne? Mod. Ich habe kein Dirt im System aktuell noch. Wollte ich verarschen? Kein Dirt? Ich habe noch nie das ganze Dirt transferiert. Wahnsinn. Jetzt brauche ich Dirt. Ach, das gilt schon, was? Ich dachte, ich muss das jetzt echt umwandeln. Ja, okay, dann. Als nächstes war da noch der Donut Sapling. Sapling. Donut Sapling. Donut. Cookie Dough. King Dough. Also brauche ich mindestens. Bucket. Die Menge sollte ja dann hoffentlich reichen. Ab in den Furnace. Machen wir ein paar Donuts. So. Jetzt gibt es frische Donuts. Verstehe ja nicht, warum ich den Dough erst koche und dann in die Form bringe. Tree of Transformation Sapling. Miner's Tree Sapling. Und dann brauche ich ja noch den Bacon Sapling. Den sollte ich hinkriegen. So, gehen wir mal zu unserem System zurück. So. Jetzt haben wir 12 Donuts. Ich habe keine Oak Saplings. Das sind Apple Saplings. Oak Saplings da. Man sieht, ich bin auch aufs alte System so ein bisschen angewiesen. Weil einfach sehr viele Saplings zum Beispiel noch drüben sind. Die es noch gar nicht rüber geschafft haben. Donut Sapling. Offiziell einen Donut Sapling. Woohoo. Nice. So, jetzt hat als nächstes der Bacon Sapling. Bacon, was du hier? Precision Mill. Squeezer. Cook Chop. Da ich zum Glück vorhin noch das Pork. Warum tun wir nicht einfach gleich das ganze Pork ein bisschen durchbraten und dann tun wir es in die Presse rein?
Okay, dann nehmen wir doch Essen schon wieder mit. Und jetzt brauche ich hier noch einen Lever. Habe ich noch einen hier drin? Bin ich froh, wenn das die Umwelt vorbei ist. Habe ich noch einen Lever hier drin? Lever. Sollten wir es nicht zurückstellen können. Und dann tun wir da unten mal. Sehr, sehr altmodisch. Muss ich schon zugeben. Im Gegensatz zu allem, was wir sonst gemacht haben, ist das hier so das altmodischste. Aber hey. Ich muss dann hier irgendwie so ein Chicken drauf haben oder ein Schwein, das immer hoch und runter hüpft. Er kennt gerade irgendwie nicht an, dass ich gesprungen bin. Lass mich meine Bacon Strips haben. Dankeschön. Und dann. Sepp. Ling. Bacon Sapling. Jawohl, und you win. Haben wir auch geschafft. Perfekt. Jetzt haben wir so viel Fleisch auch noch, dass wir für die nächsten 30 Jahre satt sind. Aber das ist doch perfekt. So, schauen wir wieder in den Achievements rein. Achievements. Erster Tab fertig. Gut. Age of Enchantments. Ich muss noch hier die ganzen Sachen machen. Armor 4, 0 and craft an entire glitch infused armor set. Unbroken craft an unbreakable tinker's construct tool or weapon. Craft and eat an cyclic heart container. Schau mal. Cyclic heart. Pumpkin Pie. Okay, was davon habe ich? Den goldenen Apfel und ich habe keinen Fisch. Ich habe keine Ich habe nicht mal einen Rabbit Stew. Okay, gut zu wissen. Das wird noch eine Herausforderung fürs Erste. Hot Pockets. Craft an Ender Pouch and left click, right click on the Ender Chest to connect them. It's over inflict 20 or more damage to a creature. Unbroken Craft and Unbreakable Tinker's Construct Tool. Craft a Yo-Yo in Toolforge. Craft Arrow Eggs in Toolforge to cut down entire trees. Armory Forge, Tinker's Construct, Toolforge. Schau mal, Tinker's Construct. Das fehlt mir dann noch alles. Tinker's. Wo sind die ganzen Tische? Ich glaube, dich habe ich zum Beispiel auch noch nicht gemacht. Pattern Chest. Das war das untere. Kiste. 30 Stück sollten fürs erste reichen. Dich hatte ich noch nicht. Schauen. Blank Pattern, das sollte ich ja machen können. Chest. Toolforge. Was ist denn das da oben jetzt schon wieder? Cracked Seared Firebrick. Ja, ja, Toolforge. Toolforge. Ist alles Toolforge, okay. Station gleich habe ich aber schon. Also fehlt mir nur noch die Tool Forge. Schau mal, Seared Brick. Seared Stone.
Research Stone? Gut. Apropos, wie schaut's mit unseren restlichen Speicherplatten aus? Holy shit, der muss dann noch wie viel craften? 6 sind. Ja, okay, der schafft es aber ordentlich. Das darf man ihm nicht vergelten in dem Fall. Die Menge, die hier schon drin ist. Aspekt, es fehlen halt immer noch die 66 Platten. Aber man muss ihm lassen, das macht er gut. Er macht es echt nicht schlecht. Echt nicht schlecht. Und dann müsste es danach schön verpackt noch in die Dinger hier reinschieben. Crafting. Ist Crafting hängt, kann es sein? Er macht immer denselben Ablauf. Irgendwas passt hier nicht. Was macht er? Irgendwas ist hier weird, warte mal. Bist du kurz an der Kiste unten landen? Rein theoretisch müsste ich aufloppen sehen. Genau, Logic. Und ab ins System. Bei dir, zack, zieht durch. Der müsste auch gleich hier auftauchen. Gut, dann müsste der doch rein theoretisch, logisch gedacht, überlegt und so Zeugs, gleich die Dinge auffinden. Oder ist einfach ein Anzeigebug, weil so eine große Masse an Daten. Und jetzt sind wir bei 50. Vielleicht ist es auch einfach ein Anzeigebug. Auf jeden Fall erhöht sich immer die Zahl von ihm hier. Und ich glaube, dass er danach die nächsten baut dann. Das ist sozusagen erstmal die alle fertig baut, die restlichen alle durchzuknattern sozusagen. Auf die Weise. So, ich würde weiter nochmal in den Achievements gucken, damit wir so langsam... Und sicher die mal weiterkriegen. Sie hat das komische Ding hier gemacht. Aims up Construct Armory Stand Station. Armory Port, ja, dafür brauche ich eh. Jetzt sind wir das komische Zeug da. Age of Farming, ja, da muss ich noch die ganzen Plätten hier machen. Was ist das? Condense Milk. Use an anvil and a cow to create a cow in a jar to get infinity milk. It's the end of the world and we know you can grow ender pearls using ender seeds. Make sure to plant until the dirt or end stone. Craft any of the diagonal fence from fence overhaul. Is the hydrogel sugar daddy place net to grow sugarcane seeds atop in Craft tiny progression watering can to increase crop seed growth. Animal crops. Can't find an animal. Craft an animal seed to grow. Make sure to plant. Muss ich die... Das ist doch nur hier Quälerei. Ich schaue zwar... Bee Aiken. Use a treadmill to make pig power. Use a lead to attach it. Ist ja schon fast die Quälerei hier. Uncrafting Granite to break down items and blocks. Slush Puppy. Craft an internet foraging forester to make ice, packed ice and snow. Did it again. The exchanger tool will allow you to easily swap out blocks, which exchanger. Craft a nuclear craft, melt down items and blocks into molten liquid. Getting into shape, craft a nuclear ingot format which will cast ingots and other resources from molten liquids.
Tesla was right. Craften Wireless Charger. Computer. Craften Ultimate Installer from Mechanism. It can be used to create energy cubes and few other machines. Age of Storage. Für welches System Liters of Cola? Craft Builds. Also da bin ich ja relativ weit. Pocketbook. Obtain a 1K Storage Cell. Ah ja, ich bin ja direkt drüber gerascht. Ne? Craft a simple storage. Das ist ein Control Block. Store Craft Barrels und so. Age of Exploration. Da, ja, da finden halt auch noch ein paar Compacted Worlds und so Zeugs. Come fly with me. Craft and Wisecraft Airship. Ja, das ist vielleicht noch ganz spannend. Das wird noch interessant. Da haben wir Age of All Things Summoned. Eine SIP Disk obtain. 16.384k Storage Cell. Was denn eine SIP Disk? Holy shit, bitte was? SIP Disk. Wo ist denn die SIP Disk? Da guck, es gibt gar keine SIP Disk. Was ist das für eine Verarsche? Obtain Storage Cell. Ach, Storage Cell heißt wahrscheinlich. Ich nenne es immer wieder Storage. Da, die gehen ja weiter. ME Storage Cell, holy shit. Flut ME Storage Cell. Wie werden die gebaut? Und die wahrscheinlich aus 64K-Dingern, okay. Logic Processor, okay. Die gehen aber relativ einfach. Ohne Scheiße, ich hätte die jetzt schlimmer erwartet. Das sind die Gas Storage dann. Das ist eine blöde Frage, rein theoretisch sind die Advanced Housing. Aber rein theoretisch, wenn ich jetzt sage, okay, ich tue das und hier das rein, dann sollte, kann ich noch größere Festplatten bauen. Okay, warte mal, das machen wir schnell. Ich will das als System haben. Dankeschön. Dann will ich das hier noch ins System einhauen. Okay, jetzt findet er. Okay, weil ich gerade. Ah, ne, weil ich noch keine von denen gecraftet habe bis jetzt. Muss ich bald mal welche craften, wie es ausschaut. Holy shit. Na gut, aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.